Verkehrspolizei, Memmingen und Polizei Pasewasch, Kies. Ja. Sie haben mir gerade Ihre Stellungnahme zur Mängelanzeige vom 13. angeschaut. Und jetzt habe ich eine Frage, wollen Sie bei der Aussage bleiben, dass Ihre nicht vorhandenen Rückstrahler beim Autowaschen runtergefallen sind? Ja. Schon was, ja. Bleiben Sie da dabei? Ja. Also ich kann Ihnen nur sagen, das ist aufgrund des Beweisfotos nicht nachvollziehbar. Und ich rufe Sie aus dem Grund an, weil wenn Sie dabei bleiben, dann kann es sein, dass ein Verfahren wegen Falschaussage auf Sie zukommt. Wegen Falschaussage? Und ich gebe Ihnen jetzt die Möglichkeit, das zu widerrufen. Dann widerrufen Sie das und dann kriege ich von Ihnen wieder so ein Schreiben. Dann kriegen Sie allerdings ein Problem, weil dann die erste Aussage grobe Irreführung der Polizei ist. Aber das ist nicht so schlimm, als wenn ich sagen würde, es gibt ein Verfahren wegen Falschaussage. Nein, das ist so eine Falschaussage, würde das ja bringen, weil also wiederholen. Ja, genau, also da kann ich es anbreiteln. Und das mit der Falschaussage, das können wir nicht so regeln, also im Vertrauen, wenn Sie das Fahrzeug stilllegen, ja, dann ruht das Verfahren für die Zeit. Das wäre jetzt mein Angebot. Und wann kann ich das dann wieder anmelden? Ja, wenn Sie es wieder anmelden, dann ruht das Verfahren natürlich nicht mehr. Was bringt mir das für einen Vorteil? Ja, ich sage Ihnen jetzt im Vertrauen, wissen Sie, die ganzen aufgemotzten Dreier-BMWs, die sind uns sowieso ein Dorn im Auge. Ja, die hätten wir gern weg von der Straße. Mhm. Und wenn Sie da jetzt mit uns kooperieren, dann haben Sie wenigstens keinen Ärger mit den Behörden und mit der Polizei mehr. Also das heißt jetzt, ich soll mein Auto abmelden und verschrotten? Wir sehen uns die Hälfte. Jeden Morgen neu, um kurz nach 7:30 Uhr, der Radio 7.